Manu? Ja? Ich lese gerade in unserem Buch was über Hochbeete. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich sowas baue. Ja, na, dann machen wir eins gemeinsam, oder? Ja, und deswegen haben wir den Bernie mitgebracht. Hallo. Und wir zeigen dir jetzt Schritt für Schritt, wie du dein Hochbeet in deinem Garten aufbauen kannst. Für Selbstversorgerpflanzen, für Kräuter oder was auch immer. Wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich habe heute die Manu und den Bernie mitgebracht. Hallo. Und wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du ein Hochbeet aufbauen kannst. Weißt du, Manu, als wir geschrieben haben über Pflanzen und so weiter und ein eigenes Kapitel über Hochbeete gemacht haben, haben wir auch darüber diskutiert, ja, wie können die Leute sowas überhaupt bauen? Ne? Ja, wie können die Leute sowas bauen? Vertikalbeete oder eben zum Beispiel auch diese Hochbeete. Und du hast zu mir gesagt, wir könnten dazu Paletten verwenden. Genau, ja, weil die sind sehr, sehr günstig, ne? Da braucht man nicht so viel Geld ausgeben. Das Problem dabei ist, dass ich zwar viel reden kann, aber zwei linke Hände habe. Und deswegen haben wir den Bernie mitgebracht. Genau. Und der Bernie, ja, und die Manu, wir zeigen dir jetzt gemeinsam, wie du ein Hochbeet ganz einfach, ganz effizient und Schritt für Schritt aufbauen kannst. Und was wichtig ist, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen bla bla, es gibt viele andere Videos auf YouTube, die viel schneller und mit Musik und so weiter aufgebaut sind. Aber warte mal, gib uns Zeit, wir bemühen uns, dass wir dir Schritt für Schritt zeigen, worauf es ankommt und auch Praxistipps geben, so wie auch, damit dann das mit den Pflanzen auch wirklich gut funktioniert. Also ich würde sagen, wir legen los. Du Bernie, ja. Wo stellt man so ein Hochbeet auf und was ist bei der Auswahl des Platzes wichtig? Genau, also grundsätzlich einmal sollte man sich überlegen, wie es vom Licht her ausschaut. Das heißt, wie viel Sonne kommt jetzt auf das Hochbeet. Natürlich ist es auch wichtig, dann zu überlegen, dass nicht zu viel Sonne hinkommt, weil es natürlich auch noch gießbar sein soll und man nicht dann dauernd irgendwie hingehen soll und das gießen muss. Zusätzlich ist es dann auch noch wichtig, wie der Untergrund beschaffen ist. Das heißt, das Hochbeet sollte auf einer halbwegs ebenen Fläche stehen und das Holz sollte jetzt nicht unbedingt auf dem Boden direkt aufstehen, damit jetzt nicht die Feuchte die ganze Zeit aufs Holz wirkt und das Holz dadurch schnell kaputt wird. Das heißt, ich fasse zusammen. Nummer 1, wie viel Sonne habe ich dort? Das ist wichtig. Genau. Ja. Dann, wie komme ich mit dem Wasser hin? Mhm. Ja, das ist natürlich auch immer wieder relevant. Und das Dritte ist, der Boden soll so eben wie möglich sein. Ich meine, du musst dir eines vorstellen, wir sind hier im Rheinischen Bushcraft Camp und das ist Wald rundherum, auf Waldurlaub, ja, und wir haben uns entschlossen, hier jetzt das Hochbeet herzumachen und das war gar nicht so einfach. Genau. Und bevor wir dir jetzt zeigen, wie wir das konkret aufbauen, zeigen wir dir auch noch, was du überhaupt brauchst. So, was brauchen wir jetzt für das Hochbeet zum Bauen? Grundsätzlich natürlich 4 Paletten, idealerweise Europaletten, die sind von der Qualität her am besten und haben auch eine einheitliche Masse. Dann, was brauchen wir noch? Die Paletten müssen wir irgendwie zusammen Schrauben bzw. fixieren. Da werden wir einfach Metallwinkel verwenden, die werden wir einfach innen dann entsprechend anbringen. Oder natürlich alternativ kann man auch längere Schrauben verwenden, mit denen man die Paletten dann direkt zusammenschraubt. Was haben wir noch? Diverse Schrauben natürlich. Wir haben hier noch diverse Holzbohrer, um im Löcher vorzubohren. Wenn wir es brauchen, dann sowas wie ein Akkubohrschrauber oder so. Und weiters dann haben wir schon die einen Tacker, um dann die Noppenfolie auch entsprechend innen anzubringen. Cool. Was ist mit der Säge? Warum hast du noch Säge mit? Säge haben wir auch mit. Die haben wir noch mit, um dann die Abdeckplatten, die dann oben noch auf die Umrandung draufkommen, um die noch jetzt dann passgenau zuzusägen. Ja. Wenn dir das zu schnell gegangen ist, unten klick auf den Link, dort kommst du auf unsere Homepage und kannst dir die gesamte Ausrüstungs- und Materialliste noch einmal kostenlos runterladen. Aber jetzt würde ich sagen, Bernie, jetzt fangen wir an. So, was haben wir jetzt einmal als ersten Schritt gemacht? Wir haben uns einmal einen Platz ausgesucht und jetzt einmal, so gut wie es gegangen ist, die Fläche mal geebnet und an den Kanten haben wir jetzt so Quellensteine. Da kann man natürlich alle anderen Steine, die es gibt, Zielsteine oder so, auch verwenden. Warum haben wir das? Damit eben das Hochbeet jetzt einmal zumindest an den Kanten nicht direkt in der Erde steht, sondern auf den Steinen und somit auch länger hält. Könnte ich mir sparen? Könnte man sich theoretisch sparen. Natürlich ist die Haltbarkeit vom Beet dann wahrscheinlich etwas heruntergesetzt. Man kann auch natürlich noch mehr Steine reinlegen, wenn man jetzt ganz sicher gehen will, dass das Holz nicht irgendwie Kontakt mit der nassen Wiese oder mit der nassen Erde hat. Passt. Yeah.
So, damit das Ganze einmal fixiert ist, werden wir jetzt einmal diese Schrauben an gewissen Punkten reindrehen und dann werden wir das Ganze innen noch mit die Winkel verstärken. Bernie, hast du eh die Schrauben lang genug gekauft? Natürlich. Dann muss ich vorher überlegen, wie lang die entsprechenden Abstände sind und dementsprechend kauft man dann die Schrauben. Das sind 20 cm Schrauben, die gehen sich für diese 14,5 cm, was die Paletten haben, gehen sich gut aus. Bernie, warum gibst du auch jetzt unten noch eine Schraube rein? Na, damit es auch unten gut fixiert ist und uns das dann, wenn wir das befüllen, nicht unten wieder auseinanderdrückt. Super, jetzt steht's mal, aber die Winkel, wozu brauchen wir die überhaupt? Genau, die Winkel. Also jetzt haben wir das Ganze einmal fixiert mit den Schrauben, damit es einmal steht. Aber bei den Paletten ist es immer so, da gibt es zwei verschiedene Ausführungen oder wahrscheinlich sogar mehr. Zum einen diese Pflöcke, die da drauf sind, die sind bei vielen Paletten einfach so ein Pressspanholz. Und wenn das halt nass wird mit der Zeit, bricht das dann recht leicht aus und verwittert dann. Und deswegen auch werden wir diese Winkel jetzt innen noch anbringen, um es wirklich an den guten Brettern auch festzuschrauben, damit es dann wirklich hält und damit das dann vom Gewicht von der Erde auch nicht irgendwie auseinandergedrückt wird. Also eine langlebige Lösung. Genau, so ist es. Und zusätzlich werden wir dann eben auch hier oben auf der Oberseite noch Abdeckplatten draufgeben, damit eben auch hier diese Pressspannblöcke ein bisschen geschützt sind und nicht so schnell verwittern. Was, Bernie, da unten muss man auch den Winkel reinbauen? Ich würde es schon machen, weil dann ist es auch wirklich unten fixiert und das drückt es dann nicht mit der Erde irgendwie auseinander. Die schwarze Folie, Bernie, was hat es mit der auf sich? Genau, die schwarze Folie. Also das ist eine Noppenfolie, die wird normalerweise beim Hausbau auch verwendet, um eben Mauern abzudichten. Mhm. Und wie man schon sieht, die hat da eben solche Noppeln drauf. Und was bringt das Ganze jetzt? Wir werden das jetzt innen ans Hochbeet anbringen. Und zwar so, dass diese Noppel gegen das Holz schauen, sprich, dass da ein bisschen Luft dazwischen ist und dort sich nicht Feuchtigkeit staut und das Holz damit kaputt machen wird mit der Zeit. So, die Noppenfolie wird jetzt mit so einem Tacker einfach an das Holz dran getackert. Oft haben diese Rollen oben so einen glatten Rand, der eignet sich natürlich besonders gut, um das Ganze eben ans Holz oben anzubringen. Und das wird jetzt einfach hier rundherum befestigt. Gibt es da bei irgendwas, was ich falsch machen kann? Eigentlich nicht so wirklich. Also meistens ist die Folie ein bisschen länger, als man sie braucht. Man kann das jetzt unten ein kleiner Mal umknicken und dann noch entsprechend zuschneiden. Oder man kann es auch, wenn es nicht zu viel übersteht, einfach lassen. Du tackerst das aber weiter unten auch an, nicht nur oben. Genau, ich tackere es so ein bisschen unten an den unteren Brettern auch noch an, damit es einfach gerader bleibt und damit es auch leichter zum Montieren ist. Gibt es an den Ecken irgendetwas zu beachten? Also grundsätzlich ist das generell ein bisschen eine Wurstelei mit dieser Folie. Man kann es jetzt hier einfach um die Ecke drüber wickeln. Man kann das oben auch ein bisschen einschneiden und dann umlegen. Man muss aber aufpassen, dass einem die Folie dann nicht nach unten einreißt. Du schneidest da jetzt ein mit dem Stanley-Messer, warum? Genau, ich schneide es in der Ecke einfach ein bisschen ein unten, damit man es besser drapieren kann und damit es besser fällt und damit man sich leichter tut beim Anpacken. Ich sehe ohnehin, ja, das Ganze ist irgendwie ein bisschen eine Wurstelei, wie man so schön sagt. Genau. Aber ist es wirklich wichtig, dass es so gerade wie möglich runtergeht? Also Wellen sollen nicht entstehen. Ja, also es ist jetzt nicht super schlimm, wenn ein bisschen Wellen oder sowas drinnen sind, das kann man meistens auch gar nicht verhindern. Aber natürlich auch fürs Anfühlen und so ist es dann leichter, je gerader das Ganze drauf liegt. Der Abstand, den du da jetzt wählst mit 10 cm, ist ausreichend? Ja, das ist ausreichend. Also da gibt es, glaube ich, keine genaue Regel, was man da jetzt einhalten muss, sondern einfach schön verteilt, damit es in Summe einfach gut am Holz anliegt. Ihr habt jetzt solche Hochbeete schon einige Jahre im Einsatz. Wird das mit der Zeit etwas schwieriger, reißt das Ganze oder gibt es da irgendetwas zu beachten? Eigentlich nicht. Also gerade bei den Hochbeeten schraube ich meistens eben oben an den Kanten noch einmal Platten drauf, also Holzplatten, eine Umrandung und die fixiert die Folie dann natürlich noch einmal zusätzlich. Und mir ist es eigentlich, oder uns ist es noch nie daheim passiert, dass das dann ausgerissen ist. Man kann natürlich
statt diesen Noppenfolien auch normale Planen oder sowas verwenden. Natürlich zum einen hat man diesen Abstand gegen das Holz nicht, diesen Schutz vor der Feuchtigkeit, und die werden dann auch mit der Zeit, reißen die dann, und da kann es dann schon passieren, dass man das Ganze dann erneuern muss. Wo kriege ich die her? Diese Noppenfolien? Also diese Noppenfolien gibt es im Baumarkt. Mittlerweile gibt es sie auch abgepackt in, glaube ich, 6 Meter Rollen, wirklich für Hochbeete schon. Aber man kann sie auch in der normalen Bauabteilung schon in wirklich großen Rollen, zu jeweils 20 Metern oder so, kann man die natürlich dann auch kaufen und sich dann selbst entsprechend zuschneiden. Gerne, du willst ja wohl jetzt nicht einfach die Folie abschneiden, oder? Doch, also jetzt sehe ich ja schon, wo ich ungefähr hinkomme, wo ich begonnen habe mit dem Anbringen der Folie, und mit so ungefähr 10 cm Überlappung schneide ich die Folie jetzt einfach einmal ab, damit man es auch einfacher dann noch den letzten Teil auch ungefähr gerade streifen kann und dann fixieren kann. Lässt sich die gut schneiden mit einem Stanley-Messer? Die lässt sich gut schneiden mit einem Stanley-Messer. Also eines, was ich sehe, ohne so einen Tacker hast du ein Problem. Genau. Gibt es Alternativen zum Tacker? Grundsätzlich ja, man könnte sie auch oben mit kleinen Schrauben anschrauben. Aber das ist halt noch viel mehr Arbeit. Und vor allem dazwischen oder so ist man mit dem Tacker einfach schneller. So, jetzt ist fertig, oder? Genau, jetzt haben wir die Folie rundherum einmal fixiert und man sieht jetzt schon, dass wir unten jetzt noch so ein bisschen einen Überschuss an Folie haben. Den kann man jetzt noch mit Stanley-Messer ein bisschen zurechtschneiden oder man lasst es einfach. Also es sollte nicht zu viel Fläche unten natürlich bedeckt sein, damit auch das Wasser gut abrennen kann. Aber wenn ein bisschen ein Überschuss noch drauf ist, dann macht das in der Regel nichts. Das heißt, ganz zumachen unten, aber mit der Folie nicht? Das würde ich eher nicht machen. Ja, also ja. Ein Swimmingpool, ne? Genau, also ein Swimmingpool, und außerdem, also man kann jetzt, je nachdem, wo man das Hochbeet aufbaut, in welcher Gegend und ob man auch vielleicht in der Nähe zu einem Feld oder sowas ist, dann könnten zum Beispiel irgendwelche Wühlmäuse oder so noch ein Problem sein. Und dann würde man jetzt unten auch noch so ein Wühlmausgitter einbringen. Also das würde man dann einfach einlegen und auch am Holz wieder fixieren. Machen wir hier jetzt nicht. Aber kann man natürlich auch noch machen, damit ja keine Tiere sich von unten dann irgendwann durchgraben. Ihr habt mir zur Vorbereitung von dem Video erzählt, dass ihr ja selber bei euren Hochbeeten 50-50, einmal mit und einmal ohne Gitter. Genau. Habt ihr einen Unterschied? Genau. Nein, also bei uns ist es so, wir haben eben die Hälfte der Hochbeete mit so einem Wühlmausgitter gemacht und wir sehen eigentlich jetzt keinen wirklichen Unterschied. Aber wir haben auch jetzt kein Riesenproblem mit Wühlmäusen oder so. Also wir haben hin und wieder einmal eine, die in einem Beet auftaucht, aber jetzt keine Massenpopulation, die da irgendwie ein Problem werden könnte. Das heißt, die Empfehlung ist aber trotzdem, wenn es da Gitter hast, dann baue es ein, sicher. Genau, sicher. Wenn man eins hat, dann einbauen, weil nachträglich ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, dass dann die Erde wieder rausschaufeln und dann im Nachhinein das irgendwie einbauen. Deswegen am besten, wenn man es hat, gleich dazugeben und dann ist man auf der sicheren Seite. Manu, du gibst da Holz rein? Ja. Warum? Schau mal, das ist ein ganz ein morsches Holz, da wohnen schon ganz viele Bakterien und Pilze und so drinnen. Und das ist natürlich ideal, weil das wird dann verrottet im Beet drinnen, bildet Wärme und gleichzeitig einen super schönen Humus. Das heißt, wir füllen jetzt das Ganze alles mit irgendeinem Holz an? Mit Holz, mit Bioabfall, den du aus der Küche hast, mit, weiß ich nicht, wenn du Hasen hast oder Händeln oder so, mit Mist. Also alle gute Sachen, die schmeißen wir da rein. Wir haben halt jetzt hauptsächlich Holz und Laub, ne? Ja, weil wir hier im Waldurlaub sind. Weil wir sind, im Wald, ne? Sind, genau. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel nicht so ein cooles morsches Holz habe, was ja total genial ist, das klingt auch sinnvoll, wenn ich jetzt nur einen normalen Garten in der Stadt habe, was kann ich dann reingeben? Ja. Na, das Schnittgut zum Beispiel, da muss es nicht entsorgen fahren. Ne? Mhm. Also wir schneiden auch immer unser Schnittgut total klein zusammen und schmeißen das dann dazu, weil dann brauchen wir uns weder einen Anhänger besorgen zum Wegführen, noch einen Gärtner oder sowas. Ne? Ja, das ist cool. Das heißt, man könnte jetzt einmal hergehen und sich so ein Hochbeet aufbauen und dann nach und nach mit Schnittgut, mit Kompost, also mit Kompost sozusagen, als Komposter verwenden. Genau. Das ist eine gute Idee. Voll, das heißt, praktisch, gell? Ja, Energie gespart, ja? Ja, genau. Coole Sache. Und jetzt füllen wir alles voll. Wir machen da jetzt voll damit, genau. Also alles, was wir halt finden. Ja, das wird ja jetzt dicht an dicht da reingelegt, aber ich sehe trotz alledem da innen drinnen noch so ganz kleine, also kleine, mehr oder weniger große Erholräume.
Ja. Was ist mit denen? Ja, wir füllen das noch auf mit Laub und kleinen Asteln. Ne? Also wir haben jetzt einmal die ganzen groben Sachen hinein dann. Und den Rest muss man dann auffüllen, um eben die Hohlräume auch zu schließen, sonst zackt das sehr, sehr schnell ab. Und das dann immer Laub und kleine Äste. Also so wirklich ganz so Graffelzeugs, ne? Ja, das zeigen wir dann noch ganz kurz her. Ja. Aber die Frage ist, ist das wirklich wichtig? Kann ich sagen, ist mir wurscht, ich lasse diese Hohlräume da so? Ich meine, schau, da bleibt da dazwischen, zwischen den Ästen noch einiges über. Oder muss ich diese Hohlräume schließen? Na, wenn du sie nicht schließt, und wir sind jetzt schon relativ spät dran auch zum Hochbeetbauen. Ne? Wenn du sie nicht schließt und jetzt dann der Schnee drauf liegt, der komprimiert das Ganze weiter zusammen, über die Zeit auch. Dann sinkt er das total tief runter, dann hast du dein Enderdniveau hier irgendwo. Und das dann baust du ja in einer versenkten Grube an. Das ist taktisch nicht so klug. Ne? Und wenn es eingesunken ist, was kann ich dann machen? Oben wieder Erde drauf füllen. Okay, also das ist das Einzige, was mir dann hilft. Okay. Genau. Und um das zu vermeiden und um Ressourcen zu sparen, eben gleich diese Hohlräume zumachen. Ah, jetzt kommt das Laub dazu. Genau. Was machen wir jetzt mit dem? Ja, wir wollen, dass das da jetzt wirklich in die Lücken reingeht. Man kann es zwar händisch machen, am einfachsten ist, wenn man halt alles voll macht mit Laub und dann reinhupft und das Ganze mit den Füßen dann stopft überall. Alles klar. Und da haben wir eben genau den Plan, dass das diese Lücken zumacht, die wir gerade besprochen haben. Wir könnten aber auch Heu, Grasschnitt oder andere Dinge alles nehmen. Alles, was du gerade zur Verfügung hast, genau. Bernie, du machst das jetzt, du steigst da drauf, also braucht man gar nicht reinspringen. Genau, einfach vorsichtig ein bisschen draufsteigen, dann verteilt sich das und dann drückt sich das von unten rein und auch die Äste drücken sich noch ein bisschen zusammen. Wie gesagt, man sollte halt aufpassen, dass man dann beim Reinsteigen nicht die Folie irgendwie beschädigt oder so. Oder sich wehtut natürlich, genau, das wäre auch zu verhindern. Also das ist der Sicherheitshinweis, den wir jetzt da gegeben haben, bitte so aufpassen. Das erinnert mich irgendwie an das Pressen von Weintrauben so in der Richtung. Genau. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ne? Jetzt kommt die Erde, ne? Kommt die Erde rein. Okay. Gibt es da irgendwelche eine spezielle Erde, die man benutzt, oder ist es eigentlich wurscht? Na, es gibt schon total coole, tolle Hochbeet-Erde. Aber es ist halt immer auch die Frage, was du ausgeben willst. Na, wenn so ein Sackerl Erde 60 Euro kostet, das sind dann diese Profi-Hochbeet-Erden. Das ist dann ein bisschen ein teures Gemüse, ne? Ja, ist klar. Gut, das ist jetzt einfach eine ganz normale Gartenerde. Ganz normale Pflanzerde, genau. Super. Und auch das wird runtergepresst? Genau, ja. Weil wir wollen sie möglichst gut anfüllen, damit wir möglichst spät erst dann wieder nachfüllen müssen. Sehr gut, sehr gut. Gut, das war jetzt unser letzter Sack und ja, wir haben uns ja dazu entschlossen, nicht zu tief mit Erde oder zu hoch mit Erde zu arbeiten. Aber das könnte man ja auch variieren, ne? Ja, je nachdem, was man halt an Ressourcen zur Verfügung hat, ne? Ja. Ich meine, theoretisch könnte ich, wenn ich wollte, das gesamte Beet mit Erde auffüllen. Ne? Ja, aber das hat aber zwei Nachteile. Aha. Erstens ist es sehr teuer und der zweite Nachteil wäre der, dass dann durch den Verrottungsprozess, der dann nicht vorhanden ist, also weil das Holz, was wir unten rein dann haben und das Laub und das Schnittgut, das verrottet ja. Und da entsteht Wärme dabei und diese Wärme, die heizt dir dieses ganze Hochbeet an. Ne? Das heißt, du hast ein bisschen eine verlängerte bzw. verfrühte Vegetationsperiode. Du kannst ein bisschen früher auspflanzen und ein bisschen länger ernten dadurch. Das heißt, das Holz, das wir da unten eingebaut haben, das verrottet, erzeugt Wärme und diese Wärme steigt natürlich nach oben und hilft uns, einen längeren Wachstumszyklus zu haben. Genau, das finde ich gut. Das finde ich gut. Super. Ihr drückt das auch immer so schön fest, das ist wunderbar. Ja, weil es zusammensinkt, ne? Und damit wir jetzt keinen Hügel haben. Ja. So, aber ich glaube, das ist super. Das ist jetzt super, ja. Ja, der Berne, der hat vorher noch irgendwas erzählt, dass da noch irgendwelche so Bretter raufkommen. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Die kommen jetzt. Genau, drauf. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wenn die Erde drinnen ist und das Beet entsprechend befüllt ist, dann würde ich empfehlen, die Abdeckung drauf zu machen, damit man sie nicht beim Einfüllen oder so gleich wieder irgendwie zerkratzt oder kaputt macht oder so. Das heißt, wir hätten sich vorher auch raufgeben können, aber es ist arbeitstechnisch so jetzt. Theoretisch kann man es jederzeit raufgeben, aber ich mag es immer gern dann ganz zum Schluss, damit es dann wirklich schön ist und man vorher nicht so aufpassen muss, dass man das irgendwie wieder kaputt macht. Super, dann legen wir los. So, als letzten Schritt werden wir jetzt noch diese Abdeckbretter draufschrauben an den Rand und
das ist recht einfach. Also das sind jetzt auch Lärchenholzbretter, weil der Lärchenholz hält bei uns relativ gut. Das ist auch so ein Dielenholz mit so einer Riffelung, damit auch das Wasser eventuell ein bisschen abrennen kann. Und das werden wir jetzt einfach zuschneiden und draufschrauben und dann ist das Beet eigentlich fertig. Müsste ich das aber nicht tun, wenn ich es nicht wollte? Wenn ich sage, das ist Luxus und kostet Geld und ich mache einfach so, ist das auch okay? Genau, kann man auch machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel diese Hohlräume, die man da jetzt hat, auch noch nutzen, um zusätzliche kleine Blumenbeete anzulegen. Also man könnte da jetzt auch noch einmal so eine Noppenfolie oder ein Vlies oder sowas einbreiten. Und vielleicht unten noch eben mit Brettern zumachen irgendwie oder mit Gitter und dann könnte man da auch noch Sachen einsetzen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man muss das jetzt nicht zumachen. Ich finde es immer recht praktisch, weil man dann auch auf diesem Rand noch Sachen ablegen kann, wenn man beim Hochbeet irgendwas macht oder arbeitet. Alles klar. Ja, dann schauen wir mal. Misst das jetzt hier an der Stelle mal ab. Nimmst Maß, Naturmaß. Sehr genau, gut. Ein Naturmaß. Wo schaffst du das jetzt an, hörst du? Was ist das irgendwie zu beachten, irgendwas wichtig? Ich hätte das also da nämlich würd, da angeschraubt. Ja, also ich würde fast schauen, dass es eher in die Bretter auch reingeht, weil die halt besser halten als dieses Pressspann, als diese Pressspannblöcke. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Also wenn man es schön machen will, dann bohrt man sich die auch noch vor, damit das Holz nicht irgendwie springt oder so. Mhm. Oder alternativ, habe ich auch mal gehört, kann man die Schrauben auch in ein Öl eintauchen und dann das Ganze ins Holz reindrehen. Dann geht das auch besser. Okay, aber wichtig ist, dass es ein Fleisch hat unten. Ne? Genau. Nicht dieses Brettspann. Na dann. Absolute Maßarbeit, wie man sieht. Sehr, sehr schön. Ist wirklich toll geworden. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Achso, anschrauben muss das noch. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ah, ja super, jetzt steht unser Hochbeet. Das finde ich cool, ist voll toll. Also ich freue mich total. Ja, jetzt wollen wir mal eine Selbstversorgerpflanze anbauen. Genau, eine super coole nämlich. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und zwar, wir haben ja unsere Selbstversorgerpflanzenbibel. Da sind Pflanzen enthalten, die viele davon, die sogenannte Fire-and-Forget-Möglichkeit haben. Was heißt Fire-and-Forget? Das war der Plan. Genau, ja. Einsetzen und vergessen und nur mehr ernten. Und da haben wir den Knollenzist jetzt hier mitgebracht. Ne? Ja. Ja, können wir den in ein Hochbeet einbauen? Ja, eigentlich ist das super ideal für ihn. Nur muss man eins bedenken, der Knollenzist, der mag diese super tolle, fluffige Humuserde nicht so gern. Der hat gern ein bisschen ein Lehm dabei. Mhm. Er hat zwar vom Töpfchen jetzt nur ein Lehm, aber damit er ein bisschen mehr hat und sich nicht schreckt im Humus, haben wir einfach vom Boden noch ein bisschen eine lehmige Erde ausgehoben. Weil wenn wir den jetzt einfach so hernehmen und so einsetzen, dann hat er rundherum nur die Humuserde. Ja, das finde ich sicher er, nicht cool. Na, ja. Okay. Na gut, wenn er halt so ist, dann machen wir das. Ja. Gut, und als zweites dann noch den Rosmarin, aber den setzen wir nachher ein. Genau. Fangen wir mal damit an, ne? Ja. Soll man am besten auch gleich noch herzeigen, wie die ausschauen. Ne? Ja, sicher. Ja. Und zwar da sind gleich zwei kleine. Das sind jetzt nur mehr so kleine, weil die großen, die haben wir alle schon zusammengegessen. Und das sind die, die jetzt noch als Saat über sind. Ne? Ja, die kann man essen. Und ich meine, billige Eigenwerbung. Da drin in diesem Buch, ja, da sind auch die Rezepte zu all diesen Pflanzen zu finden. Aber Themenwechsel. Gut, ja. Also bitte. Wenn man große hat, dann sind, also wenn man wirklich gute Erde hat und große ernten kann, dann sind die circa so groß wie mein Daumenglitter. Okay. Also das zahlt sich schon aus. Brauchst nicht glauben, dass die nur so mini sind. Ne? Super. Genau. So, dann machen wir da ein bisschen Platz hin. Mhm. Ich mache gleich die. Da muss ich auch meine Handschuhe anziehen. Immer Handschuhe. Ja, sonst habe ich voll den Gatsch drauf. Du, ich mache Erste-Hilfe-Kurse, da sagen die auch immer, Handschuhe anziehen. Genau. Und das ist beim Gärtner auch so, naja, Wahnsinn. Okay.
Das haben wir jetzt einfach vom Straßenrand geholt. Also ja, Straßenrand weil da Lehm dabei ist. Ne? Genau, das sieht man auch schon. Den Lehm erkennt man an dieser ja, klebrigen Struktur. Ne? Genau. Okay, also das ist keine besondere Erde und wir haben eine besondere Erde, die wir gekauft haben mit viel Humus und setzen darin eine, naja, na gut, Themenwechsel, der braucht das halt. Der will das halt, genau. Gut. Topinambur hat das auch ganz gern, wenn ein bisschen Lehm drinnen ist. Ne? Topinambur, auch eine Fire-and-Forget-Pflanze aus unserer Selbstversorger-Pflanzenbibel. Also ich weiß, ich bin nicht das Eigenwerbung-Video, aber so ist das ganz einfach bei mir. Mit dem muss leben. Sehr schön. Okay. Festdrückt und fix fertig. Wo hast denn du jetzt die zwei kleinen reingebaut? Die habe ich noch da und da hergeben. In welcher Tiefe? Ja, 1-2 cm circa, aber der ist da nicht so heikel. Zu tief wäre doof, also ja? Ab 10 cm ist er ein bisschen tief für ihn. Mhm. Also eher was Oberflächlicheres. Der bleibt auch oberflächlicher, der ist deswegen auch sehr leicht zum Ernten. Mhm. Man muss da nicht sehr tief reingraben dafür. Super Sache. Dann. Ich meine, es ist ja eigenartig. Ich muss schon was sagen. Ja. Jetzt haben wir hier diese Krautstauden sozusagen eingebaut. Das schiere. Willst du den Zuschauer und Zuschauerinnen das aktuelle Datum verraten? Ja, wir haben den 22. Dezember heute und wir haben beschlossen, es ist ein guter Tag, um ein Hochbeet zu bauen. Ne? Klingt eigenartig, aber das müssen wir noch ein bisschen genauer beschreiben. Ich meine, wir haben jetzt hier den Rosmarin auch noch dazu. Ja. Und wir sind jetzt wirklich mitten, also wir sind eigentlich im Winter, kann man so sagen. Man kann sagen, es ist Winter. Aber warum bauen wir oder warum haben wir uns dazu entschlossen, ein Hochbeet jetzt im Winter zu bauen? Eigentlich ist ja nicht Gartensaison, eigentlich ist ja jetzt Weihnachten. Ne? Mhm. Aber warum machen wir das so? Na, jetzt finde ich es eine gute Zeit, um das zu machen, weil man im Sommer und im Frühjahr und im Herbst ja eh so viel zu tun hat im Garten, dass man sich den Winter aufheben kann für solche Arbeiten. Weil da ist es egal, da kann es ruhig ein bisschen schierer sein und kalt sein. Da braucht man keine Wärme. Ne? Genau, das ist es in den Zyklen arbeiten. Jetzt kann man eben Hochbeete herstellen, jetzt kann man den Garten aufarbeiten, jetzt kann man die Werkzeuge noch einmal warten und adaptieren und anpassen, weil jetzt hat man eh keine Zeit. Also, daher haben wir das gewählt, also für diejenigen, die sich jetzt wundern. Was haben wir jetzt hier mit diesem Rosmarin? Erzähl uns. Ja, also das ist eine sehr winterharte Sorte von Rosmarin, die wir bei uns im Garten pflegen und auch vermehren. Und ich habe einen Ableger mitgebracht, weil ich gern schauen wollte, wie es ihm im Klima hier geht, weil es halt deutlich kälter ist als bei mir zu Hause. Ne? Und dann länger kalt. Ne? Viel länger kalt, ja, weil man muss halt schon dazu sagen, wir sind hier im Buschkraftareal auf waldurlaub.at, billig Eigenwerbung ganz klar, hier zum Beispiel die Hütte. Und wir liegen hier ungefähr auf 800 Meter und das ist schon was anderes als bei dir daheim. Ja, ne? Schon, ja. Also das muss man berücksichtigen. Gut, deswegen auch das Reisig, aber das verraten wir dann gleich. Genau. Was machen wir da? Einfach einsetzen? Brauchen wir da auch Lehm dazu oder einfach nur also so? Der hat gerne ein bisschen Sand dabei. Da der Topf aber eh recht groß ist, kommt er jetzt einmal aus. Ich denke mal, das kann man im Frühjahr dann rundherum noch ein bisschen ausbessern und ihm noch ein bisschen an Sand oben drauf geben. Der hat gern sandige Erde. Das heißt, ich könnte jetzt neben den Knollenzist hier den da anbauen und dann mache ich ein bisschen an Sand dazu. Genau, im Frühjahr dann. Aber das reicht für ihn jetzt zum Überwintern auf jeden Fall aus. Das ist toll. Jetzt verstehe ich nämlich auch, warum die Leute immer irgendwelche so Stabler reinstecken und draufschreiben Thymian und sonst was, damit man sie dann noch auskennt. Ja, damit man sie wiederfindet. Ne? Coole Sache. Genau. Okay, dann tun wir da rein. Ne? Da ist er, glaube ich, eh ganz gut umgekehrt. Ja, der ist eh schön durchwurzelt, sieht man gut. Mhm. Ich habe jetzt auch speziell den Ableger ausgewählt, weil der nicht so hoch gewachsen ist. Okay. Und der jetzt seinen ersten Winter da im kalten Klima verbringen muss. Mhm. Den kann man durch das, dass er relativ niedrig wächst, gut abdecken mit dem Reisig. Das ist auch die Idee, ne? Dass man, ja. Gut, ja, dann machen wir das ganz einfach. Hast du irgendeine Legetechnik oder einfach nur drauf? Einfach locker drauflegen, sodass es luftig ist und da könnte man dann noch beschweren, wenn man die Sorge hat, dass der Wind das holt, also einen Stein drauflegen oder so. Das werden wir tun, denn es kann schon mal hier bei uns in den Bergen schon, windiger werden, genau. Das heißt, das Weichere lasse ich nach innen schauen und die harten, die man gut befestigen kann mit dem Stein, lasse ich so nach außen schauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das reicht dann schon für ihn. So. Super. So, jetzt hat ein schönes Zuhause, gell? Ja, wir werden sehen, ob er überlebt. Super, jetzt sind wir fertig, eingepflanzt, er hätte dann noch Platz und es wird noch ein Video geben, wo wir noch andere Pflanzen einsetzen. Also schau immer wieder mal bei mir hier am Kanal vorbei. Aber das war's jetzt. Wie lange haben wir gebraucht? 3 Stunden? 3 Stunden, circa. Ja. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ja, das heißt, der Bernhard hat natürlich gewusst, was er tut. Wie viel hast du schon gebaut, ernsthaft?
Ich glaube, das ist das 10. oder 11. jetzt. Das 11. Also. 10 haben wir zu Hause, ja. Also das ist das 11. Das heißt, er hat natürlich schon ein bisschen Routine. Aber ich glaube, dass auch als Anfänger oder Anfängerin du das in ein paar Stunden im Griff hast. Der Vorteil von den Paletten ist, rundherum du brauchst, die Struktur ist da, zusammenbauen und das gibt es. Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du geben kannst oder könnte man das auch größer bauen? Ja, also man könnte das natürlich größer bauen, man kann mehrere aneinander stellen oder man kann wirklich dann in der Mitte noch Steher oder so einbauen und dann das Ganze noch verlängern, wie man es halt haben möchte. Mhm. Also dadurch, dass es rundherum auch Holz ist, man kann überall was draufschrauben, man kann Rankhilfen dran befestigen, also da sind einem eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Super, ja. Wie lange hält es ungefähr, eurer Erfahrung nach? Ja, also die längsten, die wir haben, sind jetzt schon so circa 5-6 Jahre. Und da gibt es eigentlich bisher keine wirklichen Probleme. Aus Palette, genau. Ja. Also wie gesagt, unten halt, wo es natürlich näher bei der nassen Erde oder so ist, dort kann es dann mal anfangen, dass es morsch wird, aber man kann natürlich einzelne Bretter auch noch ersetzen, wenn man will. Ja. Also jahrelang Freude. 3-4 Stunden Arbeit, ein paar Jahre immer wieder ernten. Na super. Ich sage auf jeden Fall danke euch beiden, dass ihr... Danke auch. Ja, danke dir. Ja, dass ihr zu mir ins Buschkraftareal gekommen seid, hier auf waldurlaub.at. Für dich jetzt noch, bau es nach, stell uns auch Fragen gerne hier im Kommentarbereich auf YouTube. Schau auch unten, findest du den Link in unsere Selbstversorger Pflanzenbibel und... wenn du Pflanzen, Fire and Forget Pflanzen haben willst, wenn du vielleicht auch wirklich hier stehen willst, dann auch unten natürlich billige Eigenwerbung, den Link auf waldurlaub.at. Und jetzt bin ich dann gleich fertig, eins noch. Die Manu gibt Kurse, Selbstversorgerkurse, wo du genau diese Informationen und noch viel, 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 viel mehr hautnah bei ihr in ihren Selbstversorgergarten finden kannst. Da gebe ich dann natürlich auch den Link dazu. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ein paar andere Videos und bis bald und ciao. Tschüss. Ciao.